Recht herzlich willkommen zur 205. Folge von City Skylines. Ja, jetzt suchen wir unseren Kreisverkehr in der neuen Folge, der keine Ahnung wo war. Lass uns mal gerade hier das aufrufen und das. Und dann müssen wir schauen, wo das ist, ne? War das nicht hier irgendwo? Da ist es doch. Achso, wir sollten nicht das aufrufen, sondern das. Dann sehen wir auch, wie der Verkehr ist. Letztes Mal hier noch eine Ampel installiert, ne? Genau. Und ja, der Stau ist hier jetzt. Oder der Rückstau an der Ampel ist hier genauso wie immer, denke ich mal. Hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. Jetzt fahren natürlich alle. Jetzt löst es sich hier im Endeffekt auf. Es sind fast alle durch, ne? Kommt der nächste Schwung, der muss dann aber wahrscheinlich warten. Genau so ist es. Hier ist Rückstau bis dahin jetzt. Ist die Frage, ob es hier besser, also hier, ich weiß gar nicht, warum es hier rot ist, weil hier ist kaum ein Auto, ne? Und hier ist doch auch alles gut. Also hier haben wir jetzt das verlagert, ne, sozusagen. Das, was hier Stau war, haben wir jetzt da, ne? Das ist gerade aber so gut, dass ich sagen würde, das können wir so lassen, ne? Ja, guck mal, jetzt wird es hier wieder heller grün. Ja. Ich denke mal, das ist hier ganz gut. Dafür ist es hier viel schlechter, ne? Wie wir hier gerade sehen. Ist ja der Hammer, oder? Okay, da geht's dann da unten runter her. Und warum fahren die hier nicht? Jetzt haben wir diese Schilder hier alle. Das mal weg. Das mal hin, ne? Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Dann wieder in die Richtung, damit wir die Farbe wieder sehen, oder? Fahren sowieso alle ziemlich rechts, ne? Drauf fahren würde sowieso keiner, wie sehe ich das? Ich muss mal überlegen, ob eine Straße nicht besser abreißt, ne? Jetzt ist es auf jeden Fall hier entspannter. Die standen ja bis da hinten, oder? Das müsste jetzt hier mal langsam sogar grün wieder werden. Ja, jetzt müsste es hier grün werden. Ja, das Spiel merkt jetzt gerade nicht so wirklich, dass da nichts los ist auf der Strecke. Ja, jetzt entspannt sich es langsam, glaube ich. So, was ist hier das Problem, dass dieses Stück hier noch rot angezeigt wird? Versteht auch keiner, ist doch nichts, oder? Aha, hier hinten ist jetzt grün. Und das geht bis dahin auch. Aber hier verstehe ich jetzt nicht so wirklich, wo da das Problem sein soll. Ja, weil, ja. Schon komisch. Ist nichts Schlimmes hier. Gut, brauchen wir nicht weiter beobachten an jeder Stelle sozusagen. Hier geht alles. Hier ist viel los auf der Strecke, wie man sieht. Hier ist es dann viel schlimmer. Oh, hier ist es ganz schlimm. Auch da ist es schlimm. Ja, was ist hier los? Das ist die Frage, ne? Da kommt von der Autobahn runter. Wie sind die Verkehrsregelungen hier? Eine Ampel. Hier ist ja Ampel eigentlich schon eher so zu setzen, ne? Dann geht das auch besser mit den Fahrzeugen aus den anderen beiden Richtungen, oder? Weil hier ist nichts und da, ja, da kommt jetzt was, aber. Ja. Ja,
Jetzt knubbelt sich's richtig mit der Stoppstraße. Wir sollten nochmal überlegen, wie wir die Stoppstraßen setzen. Weil ich hätte ja beinahe gesagt, das wäre vielleicht so viel besser, ne? Lass mal gucken. Ja, die wollen auch unbedingt hier links rum alle, oder wie? Oder geradeaus? Ja, geradeaus auch. Ja. Ich sehe gerade, dass da hinten auf der Autobahn gar nichts mehr geht. Und das liegt daran, dass sie hier runter wollen auf diese Straße, ne? Okay, das ist unterhalb. Lass uns gerade wieder erst zu dieser Kreuzung gehen. Welche war es? Diese war es, ne? Hier macht das jetzt nicht so einen Sinn. Was ist das für ein Teil da? Ach, das ist jetzt hier, glaube ich, ne? Den fehlt der Treibstoff, okay. Rückstau überall. Vor allem rein ist der Stau, weil hier sich alles total knubbelt. Weil hier hinten irgendwo was nicht passt, ne? Dann erstmal hier die Kreuzung aufrufen. Ja, ist eine Ampelanlage. Ich würde es jetzt mal so steuern gerade. Von hier kommt ja keiner sozusagen, oder so gut wie keiner. Und hier sind wenig und da sind alle. Okay, sieht auch so aus, als ob sich jetzt ein bisschen verbessert. Ist das Windrad, was einen Krach macht? Ich glaube schon, ne? Ja, das ist jetzt nicht besser. Weil gerade versteht keiner wohl, dass da keine Ampel mehr ist, oder wie sehe ich das? Warum fahren die nicht einfach durch? Da drehen ganz viele auch, ne? Sehr eigenartig. Ist die Frage, ob es überhaupt besser wird, ne? Der Stau ist hier hinten angekommen. Boah, bis hierhin zieht sich das. Die Auffahrt ist zu. Allerdings ist es schon ein bisschen aufgerückt mittlerweile. Hier geht es etwas besser. Ich verstehe auch nicht. Ah, okay. Was ist hier an der Kreuzung los? Oh, die Ampel weg. Ja, den gibt man da. Da ist aber auch Rückstau bis da hinten hin. Die Ampel bringt es jetzt nur wirklich auch nicht, ne? Also ohne geht auch nicht. Geht gar nicht. Wie hat sich das denn jetzt hier entwickelt? Gar nicht. Obwohl hier unten ist es weniger, aber der Fluss kommt nicht zustande, ne? Die warten jetzt, obwohl es ist doch Vorfahrt, oder? Was haben wir da falsch gemacht? Haben wir nichts falsch gemacht. Die haben definitiv Vorfahrt. Irgendwie kriegen wir es gerade nicht gerallt. Hey, da waren Motorräder. Habt ihr gesehen? Motorroller, okay. Krass, waren die schon immer dran? Tja, mir kommt's vor, das ist ja bis hier eine Abfahrt, ne? Vielleicht sollten wir die Abfahrt umändern in der Straße. Bauen wir um, oder? Vielleicht geht das ja. Ne, das war's. Gibt's auch eine Heimatstraße mit Doppelbäumen? Ja, gibt es. Aufwerten war das, ne? Geht aber nicht, ne?
so eine schäbige Straße dann. Dieses Stück ist schon doof. Schmeiß mal weg. Probier das nochmal richtig zu bauen jetzt. Achso, hier unten war es, ne? Ja, das ist es nicht. Können wir zurück machen? Das funktioniert gerade nicht. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, zack, Doppelstraße und zack, da so hin. Jetzt musste das Haus zwar daran glauben, aber das ist halt so. Und jetzt machen wir hier noch eine Aufwertung. So, das läuft. Und die Frage, ob es besser wird, ne? Oder besser geworden ist. Wie ist die Kreuzung jetzt geregelt mit einer Ampel? Verkehrsfluss ist da ganz schlecht. Lass mal gerade gucken, was ist das für eine Kreuzung. Hier ist es auch wieder so. Auch kein Mensch, ne? Mach das mal weg, ich will die Stoppschilder haben. Auf dem Stück ist jetzt komischerweise aber doch wieder frei. Ja, krass. Boah, das Windrad, das, ne? Nervt. Ich fahre jetzt hier gar nicht weiter. Das Windrad aus dem Spiel raus. Schwieriges Ding hier. Wie ist denn der Rückstau? Immer noch bis auf die Bahn. Hier dreispurig. Stau. Und viele wollen einfach drehen, oder wie? Warum drehen die? Boah, diese Autobahn am Berg, die hat's nicht wirklich gebracht, oder? Das muss man nochmal ganz neu überdenken hier, glaube ich, das Konzept. Wo fahren die meisten da lang? Können wir da sehen? Routen, ne? Sterlingstraße. Dann machen wir hier hin. Ist noch krasser dann, ne? Also viele fahren hier und da auch lang, ne? Zurückgehen auch viele. Die fahren dann sogar wieder zurück, oder wie verstehe ich das? Meine Güte, guck mal hier. Die fahren hier lang, da lang, da lang, da lang und dann da wieder zurück. Wieso ist sowas? Diese Autobahn ist der reinste Verkehrschaos. Vielleicht sollten wir die Abfahrten wegbauen, oder was? Boah, das Konzept müssen wir uns nochmal vollkommen überlegen hier. Warte mal. Machen wir das hier gerade? Gedacht ist es ja. Ja. Schwierig.
das ist... Ja, da müssen wir definitiv in der nächsten Folge nochmal dran. Ich würde jetzt erstmal hier unterbrechen und ja, diese Bergautobahnen, die müssen wir komplett überdenken, weil, ja, sie ist eine Hauptader, wie wir sehen, hier lang. Und verstärkt sich noch hier ohne Ende und hört dann hier irgendwie auf, ohne dass da richtig Entspannung bei ist. Ja, da müssen wir nächste Folge nochmal dran. Okay, ich sage aber erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.